Meine Damen und Herren, Sie kennen mich und wissen daher, der Fugmann ist so bullisch, dass es gelegentlich schon an Rinderwaren grenzt. Und deswegen sehe ich jetzt vor der morgigen Fed-Sitzung ein bullisches Setup für die Aktienmärkte innerhalb eines intakten Bärenmarktes. Aber das ist die Ausgangslage, in der wir jetzt sind. Wir wollen uns mal angucken, mit welcher Disposition, mit welcher Voraussetzung die Märkte jetzt in diese Fed-Sitzung gehen. Und weiß ich, wie die Märkte dann reagieren werden? Nein, aber man kann zumindest Wahrscheinlichkeiten zeigen, warum das eine vielleicht wahrscheinlicher ist als das andere. Und darum geht es ja an der Börse, Wahrscheinlichkeiten zu spielen, die besser sind als Wahrscheinlichkeiten, die schlechter sind. Und das will ich mal zeigen in verschiedenen Setups. Zunächst mal, warum haben wir es absehbar zumindest, nicht dauerhaft, nicht auf Jahrzehnte, aber absehbar erstmal mit einem Bärenmarkt zu tun? Das liegt daran, dass wir ein riesiges Problem haben. Wir haben bereits eine intakte Lohnpreisspirale am US-Arbeitsmarkt. Das hatten wir mit dem Arbeitskostenindex kürzlich gesehen, der zum Vormonat um 1,3% gestiegen ist. Das klingt erstmal nicht viel, aber das ist zum Vormonat. Das ist dann eine ganze Menge. Dann sehen wir, dass die JOLTS heute rausgekommen sind mit 5,6%. Mit 11,5 und ein paar zerquetschten Millionen, dass diese JOLTS sind angebotene Stellen, die nicht besetzt sind. Das heißt, wir haben 5,6 Millionen mehr offene Stellen als offiziell Arbeitslose in den USA. Der Arbeitsmarkt ist heiß. Es haben so viele Menschen ihren Job quittiert, haben ihren Job gekündigt in den USA wie noch nie. Warum? Weil sie eben davon ausgehen, dass wenn ich einen anderen Job annehme, ich dann ein höheres Gehalt bekomme. Und so schaukelt sich diese Lohnpreisspirale nach oben. Und die Fed wird dagegen agieren müssen. Und diese Aktionen der Fed wiederum werden den Aktienmärkten noch einige Zeit Bauchschmerzen bereiten. Hier sehen wir mal das große Thema Inflation auch in den USA. Wie zum Beispiel jetzt 4.400 Euro müssen die Amerikaner durchschnittlich pro Jahr mehr für sogenannte Mortgage Payments zahlen, also praktisch an Hypothekenzinsen berappen. Das ist ein Anstieg von 33% zum Vorjahr. Monatliche Miete ist ein Anstieg von 14% zum Vorjahresmonat. 3.000 Euro mehr oder 3.000 Dollar gesagt mehr im Jahr. Gasoline, also Benzin, 47% mehr als vor einem Jahr. Gebrauchtwagen 24% und Neuwagen. Öffentliche Transportmittel 18%, Essen zu Hause 22%, Essen in Restaurants 20%. Also wir sehen, das ist für viele dann nicht mehr so richtig leistbar. Und Joe Biden hat Powell den Auftrag gegeben, okay, ich nominiere dich nochmal als Fed-Chef, aber bring mir die Inflation nach unten. Und alles, was der gute Jerome Powell gesagt hat bisher, zeigte, dass er diesen Auftrag durchaus ernst nimmt. Er ist immer viel hawkischer, als die Märkte eigentlich erwarten. Deswegen erwarten die Märkte jetzt morgen sehr hawkisches von Jerome Powell. Und er wird auch hawkisch sein, aber vielleicht nur bis zu einem bestimmten Grad und nicht das maximal hawkische rausbringen. Dementsprechend werden die Märkte dann sich sagen, oh, hätte schlimmer kommen können und eine Rallye absolvieren. Das zumindest ist ein interessantes und durchaus wahrscheinliches Szenario. Zunächst mal wollen wir uns mal angucken, seit die Inflation so nach oben schießt, was ist eigentlich gut gelaufen? Da sehen wir ganz oben Commodities, also Rohstoffe. Dann sehen wir an zweiter Stelle den S&P 500, aber leicht negativ. Und dann sehen wir die Treasuries, also Staatsanleihen, negativ. Und was ist am negativsten? Bitcoin. Also ein großartiger Inflationsschutz der Bitcoin. Inflation eating up gains in the post-Covid bull market. So lautet hier die Headline. Aber warum wird es wahrscheinlich hawkisch, sehr hawkisch, aber nicht ganz so hawkisch, wie die Märkte vielleicht jetzt positioniert sind? Wir erinnern uns, vor einigen Wochen oder vor zwei, drei Wochen war es, glaube ich, da haben die Banken sich dann plötzlich übertroffen mit Zinsanhebungserwartungen. Ja, die werden dermaßen die Zinsen anheben, dass es praktisch schon gar nicht mehr beschreibbar ist. 0,75% Anhebungen, zwei, drei hintereinander. Nomura, Citi, wie sie alle heißen. Und jetzt sagt aber nach meiner Auffassung die Bank of America sehr weise, also es wird schwer, den Markt noch hawkisch zu überraschen, also praktisch noch hawkischer zu sein, als die Märkte ohnehin erwarten. Und da sieht man auch etwa bei der Bank of America, dass der Dollar zum Beispiel ein bisschen Luft holen wird, dass möglicherweise auch die Renditen der Staatsanleihen ein bisschen Luft holen werden und dass die überverkauften
Tech-Titel möglicherweise ein bisschen nach oben gehen werden. Und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Hier sehen wir den Dollar-Index. Das ist ein Chart, den wir aus dem Jahr 2017 von Bitcoin kannten. Wir sind jetzt an einem Mehrjahreshoch, an einem Widerstand. Wir sind im RSI bereits deutlich überkauft. Also es wäre nicht erstaunlich, wenn das eher ein bisschen zurückschnappt, als wenn diese Rallye ungebrochen weiterginge, finde ich. Wir sehen, dass insgesamt jetzt ja 10 Zinsanhebungen eingepreist sind durch die Fed. In diesem Jahr, das muss man sich vorstellen, morgen kommen ja praktisch sehr wahrscheinlich 2, weil die Fed um 0,5% die Zinsen anheben wird, aber das ist ein bisschen viel. Jetzt schauen wir uns nochmal andere historische Relationen an. Der S&P 500, der Leitindex in den USA, der ist 13,3% in den miesen, in den ersten 82 Trading-Tagen, also hier zwischen Januar und April, Januar bis Ende April. Und wenn wir uns die vergangenen fast 100 Jahre mal anschauen, dann ist das drittschlechteste Jahr oder der drittschlechteste Jahresauftakt seit 1928. Nur die glorreichen Jahre 1932 und 1939 waren noch schlechter. Viel schlechter als das Jahr 2000, viel schlechter als das Jahr 2008. Also da ist durchaus ja was passiert. Und dass das so ungebrochen weitergeht, ja, kann sein. Wird übergeordnet vielleicht weitergehen, aber nicht sofort nach meiner Auffassung. Dann gucken wir uns mal Anleihen an. Hier haben wir das schlechteste Jahr, year to date, also seit Jahresbeginn für die 10-jährige US-Staatsanleihe seit dem Jahr 1788, meine Damen und Herren. Das ist ja schon ein bisschen her, da war ich noch relativ klein, im Jahr 1788, kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber wir sehen natürlich, dass das schon Extreme sind, dass da vielleicht alles sehr angespannt ist auf einer Seite und normalerweise, wenn Dinge zu stark angespannt sind, dann schnappen sie manchmal auch zurück, etwa vielleicht auch Rohstoffe. Hier sehen wir, dass die Rohstoffe etwa die Aktienmärkte deutlich outperformt haben, den S&P 500 im letzten Quartal um 29%, in diesem Quartal bisher um 11,6%. Das wird sich wohl wieder ein bisschen begradigen. Ich hatte lange davon gesprochen, dass ich Rohstoffe für sehr aussichtsreich halte, tue ich nach wie vor, aber vielleicht jetzt im kurzen Zeitfenster in dieser Relation ist das ein bisschen weit gelaufen. Die Inflation ist das große Thema und die Fed muss, wenn sie die Inflation unter Kontrolle bringen will, mindestens die Zinsen sehr, sehr deutlich anheben. Aber es gibt dabei ein Problem. Sie wird es nicht können. Es wird nicht gehen schlichtweg, denn die Verschuldung ist zu hoch. Und jetzt haben wir ja ein Problem. Die Fed wird dann perspektivisch immer weniger Anleihen kaufen, beziehungsweise hat eigentlich schon aufgehört, US-Staatsanleihen zu kaufen. Jetzt haben wir gesehen, dass die Japaner auch ein bisschen weniger kaufen. Also es gibt sehr wenig Nachfrage nach diesen Staatsanleihen, deswegen sind die Renditen gestiegen. Würde die Fed also wirklich jetzt die Zinsen maßgeblich anheben, dann würde sie sozusagen diese Dinge doch sehr stark auf die Spitze treiben und vor allem die Verschuldung, die so hoch ist wie never ever before, natürlich immer schwerer tragbar machen. Wir haben jetzt eine Verschuldung in den USA, Haushalte plus Konsument, also Konsumentenhaushalte, Unternehmen und praktisch der Staat von über 88 Billionen Euro. Das ist natürlich bei einem Zinssatz von 4-5% oder 3% alleine schon ein echtes Thema, was dann da der Fall wäre. Also wird die Fed irgendwann sagen, lass mal stecken, wir entscheiden uns bei der Wahl zwischen Pest und Cholera. Nämlich Pest hier in dem Sinn ein Totalabsturz der Wirtschaft und Cholera eine weiter dauerhaft hohe Inflation, die man nicht in den Griff kriegt, dann doch lieber für Cholera, früher oder später. Aber es wird eben noch dauern. Die Fed wird erst den Märkten so wehtun, bis diese so schreien und quengeln wie Kinder an der Supermarktkasse. Wer ja kleine Kinder hatte, der weiß das, da ist die Supermarktkasse immer die heißeste Zone. Jedenfalls wird das passieren und die Märkte werden dann so lange quengeln und so in die Knie gehen, dass die Fed sagt, okay, wir müssen jetzt doch etwas anders machen. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht da, deswegen gehe ich davon aus, dass wir in einem Bärenmarkt sind, auch wenn wir möglicherweise jetzt vor einer impulsiven Rallye stehen. Und warum sind wir in einem Bärenmarkt? Weil, wenn wir uns mal ins Jahr 2018 zurückversetzen, da hat die Fed damals gesagt, okay, wir werden also die Zinsen weiter anheben und man hat gesagt, okay, wir werden dann 50 Milliarden Dollar pro Monat die Bilanzsumme reduzieren. Was ist passiert? Der S&P 500 ist in sehr kurzer Zeit 20% gefallen bis Dezember. Dann musste Anfang Januar Jerome Powell umsteuern. Er konnte das tun, weil damals Inflation kein Problem war.
Diesmal aber ist Inflation das Problem. Das heißt, die Fed wird nicht so schnell in den Sack hauen wie im Jahr 2018, 2019, sondern deutlich länger warten, weil sie ja den Auftrag hat, bringt uns die Inflation nach unten. Wenn wir also das jetzt mal sehen, dass die Fed damals 50 Milliarden Dollar pro Monat reduziert hat. Jetzt sollen es 95 Milliarden Dollar sein pro Monat, die reduziert werden, so wie es aussieht. Und gleichzeitig wird die Fed die Zinsen um 0,5% anheben, wahrscheinlich jetzt im Mai, dann nochmal im Juni. Wie die Märkte das verkraften sollen, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wenn sie im Jahr 2018 schon bei deutlich kleineren Volumina, bei deutlich geringerer Bewertungsakrobatik nach oben, bei deutlich geringerer Inflation sich damals schon so verhalten haben. Bilanzsumme und Marktkapitalisierung der Märkte, das hängt ganz eng zusammen. Jetzt kommen wir mal zu dem bisherigen Geschehen. Buy the dip, das war ja das Motto der letzten Jahre. Aber seit diese Inflation so hoch ist, funktioniert das nicht mehr. Wir sehen hier, S&P 500 hatte das schlechteste Jahr, was Dip Buying betrifft, seit dem Jahr 1932, da haben wir wieder dieses Jahr 1932, das wir vorhin schon mal hatten. Hier gucken wir mal auf den Nasdaq, neue Hochs, neue Tiefs, diese Grafik hier unten. Dann sehen wir New Highs, New Lows, sehen wir, dass wir jetzt mehr Tiefs haben als auf dem tiefsten Punkt der Finanzkrise. Also unter der Oberfläche des Index sind ja viele Aktien, die meine zweitbeste Freundin Cathie Wood besonders gerne im Depot hat, natürlich so dermaßen abgeschmiert, dass da die Frage ist, naja, das kann und wird vielleicht sogar noch weiter nach unten gehen, aber technisch ist ein Rebound allemal drin, das sehen wir auch oben in diesem Chart. Da hat der DAX, nicht der DAX, der Nasdaq doch auch durchaus eine bullische Wedge, da dürfte er nochmal an diese obere Trendbegrenzung ranlaufen nach diesem Abverkauf. Und das sehen wir auch bei der sogenannten Nasdaq Advanced Decline Linie, also die Zahl der Aktien, die steigen in Relation zu denen, die fallen. Sind wir auf dem tiefsten Stand seit 2016, haben oben im RSI eine positive Divergenz. Auch das für mich ein Hinweis, dass da kurzfristig nicht so viel mehr nach unten gehen kann. Kurzfristig, wie gesagt, wir müssen die Zeitebenen unterscheiden. Und hier sehen wir auch das Bullen-Bären-Verhältnis etwa bei den Privatinvestoren in den USA. Mehr als dreimal so viele Bären wie Bullen und da fühlen sich echte Bären unwohl, wenn sie in so viel Gesellschaft sind, plötzlich von denjenigen, die sonst eher bullisch eigentlich unterwegs waren. Also das mal eine kurze Zusammenfassung, warum möglicherweise die Dinge doch so überspannt sind, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gut ist, dass wir jetzt morgen nach der FED-Sitzung nochmal weiter runterknallen deutlich, sondern das wahrscheinlichere Szenario zunächst mal, wenn wir hier diese angespannten Situationen sehen, ist, dass es dann eher nach oben geht. Wir kommen jetzt nochmal nach Europa, respektive dieser ganzen geopolitischen Situation. Hier wird es wohl so sein, dass man versucht seitens der EU auf 2/3 des russischen Gases bis Jahresende verzichten zu können. Und es ist wohl ein sechstes Sanktionspaket in der Mache. Interessant ist, dass auch die Amerikaner jetzt überlegen, die Zölle gegen China abzuschaffen. Nicht, weil sie jetzt plötzlich so China-freundlich wären, sondern weil diese Zölle die Inflation eben weiter nach oben bringen. Also manche Dinge sind echt lustig. Donald hatte die eingeführt, Biden hatte sie behalten. Aber jetzt sieht man, oh, das ist Inflation, das wirkt inflationär. Also müssen wir das jetzt lassen. Jetzt hat Putin heute ein Dekret unterzeichnet. Da wird sanktioniert, Produkte und Rohstoffe werden nicht mehr verkauft an Personen und Organisationen, gegen die Russland Sanktionen verhängt hat. Man darf dann auch Geschäfte mit ausländischen Personen, Unternehmen, die von Russlands Vergeltungsaktion betroffen sind, nicht mehr handeln und erlaubt es russischen Geschäftspartnern, Verpflichtungen ihnen gegenüber zu verweigern, also praktisch die Zahlung einzustellen. Sind da jetzt ganze Staaten gemeint oder sind nur Unternehmen gemeint? Ist das ein Vorbote für ein Embargo der Russen jetzt? Für einen Ausfuhrstopp der Russen, Öl, Gas gegen ja, feindliche, unfreundliche Länder, wie es hier heißt. Oder ist das nicht in der Dimension zu verstehen? Das ist aus meiner Sicht noch unklar, aber es ist zumindest etwas, was denkbar ist. Kaum denkbar ist, dass die Erzeugerpreise in der Eurozone um 36,8% gestiegen sind zum Vorjahresmonat. Zum Vormonat alleine deutlich über 5%, wenn in einem Monat die Preise über 5% steigen, das ist schon heftig. Das sind ja die Kosten der Unternehmen und die werden sie weitergeben müssen. Also ist das im Grunde zukünftige Inflation, die wir hier sehen und was tut unsere
Allerliebste Notenbank, gar nichts. Wir haben jetzt die wohl größte Differenz in der Geschichte zwischen Inflation und Aktion einer Notenbank, seit es Notenbanken, seit es Zentralbanken gibt. Eine erstaunliche Leistung. Und über diese Leistung, meine Damen und Herren, werde ich am Donnerstag sprechen im Rahmen von Boom und Bust mit Jörg Kremer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Der wird das Thema heißen: Inflation, ist die EZB noch zu retten? Das werde ich den guten Jörg fragen. Ist sie noch zu retten oder wird sie die Kontrolle total verlieren und damit den Euro in seinem Bestand gefährden? Und abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Hinweise. Der erste passt genau zu diesem Kontext, warum die EZB die Zinsen nur minimal anheben wird. Dazu zwei Thesen. Hochinteressant. Lesen. Zweiter Artikel: Warren Buffett geht all in. Berkshire Hathaway mit größtem Zukauf seit einem Jahrzehnt. Ja, was hat er denn gekauft? Nein. Wenn Sie das wissen wollen, meine Damen und Herren, empfehle ich den zweiten Artikel. Also diese beiden Artikel, und seien Sie auch bullisch bis hin zum Rinderwahn. Es ist eine wahre Freude, ein solches Leben zu führen. Ich sage das Allerbeste und sage Servus und Ciao.